wunderschönen guten Morgen. Bin wieder unterwegs auf dem Spaziergang. Heute ist es nass. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht im Schlamm versinke. Bin ich vorhin gerade und das war unangenehm. Deswegen gucke ich jetzt immer schön auf meine Füße, während ich euch heute wieder etwas erzähle von dem, was ich so tue. Körpertherapie. Ich habe heute eine neue Klientin. Ich freue mich auf sie. Und was ist denn eigentlich Körpertherapie? Da denkt jeder, was macht die Frau? Macht die Massagen oder was? Nein, so einfach ist das nicht. In der Körpertherapie werden einfach nicht nur Gespräche geführt, sondern der Körper wird mit all seinen Möglichkeiten mit in die Therapie einbezogen. Es fängt damit an, dass, wenn ich dem Klienten zuhöre, ich gleichzeitig auch spüre und sehe und fühle, was sein Körper mir sagen möchte. Wir haben meistens mehrere Möglichkeiten, uns mitzuteilen. Es ist oft so, dass der Klient mir etwas sagt und sein Körper mir gleichzeitig eine ganz andere Mitteilung macht, vielleicht sogar das Gegenteil. Der Körper lügt nämlich nicht, der Klient will natürlich nicht lügen, aber der Klient weiß vielleicht gar nicht, was wirklich mit ihm los ist und erzählt darüber und nicht das, was es ist, während der Körper ganz deutlich spricht. Und ich habe gelernt, die Sprache des Körpers zu lesen und zu verstehen. Dann kommt dazu als Körpertherapeutin, dass ich auf viele Arten den Körper in der Therapie mit einsetze. Zum Beispiel durch Aufstellungen. Also das heißt, dass die inneren Themen im Raum aufgestellt werden. Der Klient geht in die verschiedenen Anteile des Themas und spürt hinein und bekommt damit eine Aufsicht auf das Ganze. Er ist nicht mehr drin, sondern er kann eigentlich viel besser selbst fühlen und erkennen, wie die verschiedenen Teile in ihm agieren und in welchen Widersprüchen er sich vielleicht befindet, um die dann auch besser aufzulösen. Ja, da gehört noch viel mehr dazu. Atem, Berührung, dann aber auch Dynamik. Also zum Beispiel, dass man Kissen schmeißt und das ausdrückt. Das ist ja auch ein Teil der Gestalttherapie. Ich muss hier gerade einen großen Schritt machen, damit ich nicht wieder im Schlamm versinke. Und vieles mehr. Das tut mir leid, dass hier dauernd, dass ihr mehr Haare seht als mich. Das ist der Wind. Ich stehe hier im Wind auf dem Feld. Ah, hier hinter mir könnt ihr sehen, wie grün und grau es hinter mir ist. Und ich wollte euch mal so ein bisschen die Angst vor dem Thema oder die Neugier zum Thema wecken, Körpertherapie. Ich habe eine 7-jährige Ausbildung gemacht, war sehr gut. Und freue mich, dass ich das heute noch sehr gut einsetzen kann in meiner Praxis, was ich da gelernt habe. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wenn ihr mehr wissen wollt, geht doch einfach mal auf meine Seite anitaferraris.de. Wenn ihr einen Therapieplatz haben möchtet, dann ruft mich an. 0160 96 442 348. Ich wünsche euch alles Liebe. Bis bald. Tschüss.